Moin, moin, meine Freunde, was geht? Hier ist wieder euer Chef für Quick. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch heute die Horror-Toilette zeigen. Also los geht's. Außerdem muss ich mich riesig zusammenreißen, dass ich nicht zum Lachen anfange. Also, falls ich mal lachen sollte, bitte schreibt es in den Kommentaren. Keine Ahnung, irgendein Blödsinn. Also, wir gehen rein. Wir sehen, es ist gar nicht vollgeräumt. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal alles einzeln durch. Erstens fangen wir mal damit an, dass es in dieser Toilette kein Licht gibt. Also Licht kaputt, keine Glühbirne drin. Irgendwas ist mit dem Trafo oder keine Ahnung, was das Licht hat. Ja, dann ist die Heizung da auch kaputt. Ja, die Heizung ist kaputt. Dann steht da noch ein Staubsauger, eine Leiter. Dann steht da noch eine Palme. Tja, die Palme ist gerade erst geschnitten worden. Weil, naja, vor ein paar Wochen war dann noch der ganze Raum voll. Tja, dann gibt es hier noch eine Süßigkeitenlade. Falls jemand Hunger bekommt, also keine Ahnung, warum da eine Süßigkeitenlade ist. Also wenn da eine Toilette ist, möchte ich dich gerne Süßigkeiten essen. So. Ich glaube, da könnt ihr euch selber ein Bild dazu machen. Tja. Aber naja, stinken tut's wenigstens nicht. Weil hier ist ja gute Düfte und dann ist da noch so ein schöner Wasserhahn, wo super Wasser rauskommt. Sieht man eh, oder? Dann ist hier noch ein Kübel, ein wunderschönes Bild. Unten sind noch mehr Bilder. Da ist irgendwas. Dann ist da ein Bodenwischer, weil es keine Ahnung. Da ist dann ein Teelichtbrenner, ein Toilettenpapier. Bücher, noch mehr Bücher. Falls jemand langweilig ist, kann er dann was lesen. Meine Oma hat einmal erzählt, einmal war jemand bei ihr auf Besuch am Abend. Da war schon dunkel, es war Winter und es war eiskalt. Und er hat dann auf Toilette müssen. Also ist er dann da reingegangen. Und schon, weil doch die Palme noch viel größer. Und schon ist er erstochen worden von der Palme. Dann geht er da vorbei und stolpert hier fast drüber. Dann setzt er sich hin. Der Griff fliegt ab. Es ist total finster und eiskalt, das müsst ihr euch auch noch denken. So. Dann sitzt er hier und wird die ganze Zeit von der Palme gestochen. Dann ist wahrscheinlich kein Klopapier da gewesen. Dann hat er einmal die Zeitung als Toilettenpapier mal benutzt. So, dann hat er... Ich muss mich einer holen. So, dann hat er runtergespült, dann ist die Toilette... Ich kann nicht... Dann ist... Ernst bleiben. Dann ist die Toilette verstopft gewesen. Dann versucht er mit diesem Pompelwerfer die Toilette zu entstopfen. Dann ist alles übergegangen und alles mal überschwemmt. Dann hat er mit diesem Teil schnell alles zusammengewischt. Der hat da Hunger bekommen, schnell ein paar bisschen Schoko genommen. So, dann hat er es endlich sauber gehabt und dann wollte er sich die Hände waschen und da ist so eine Frau der Grütze rausgekommen. Das war wirklich eine Frau der Grütze. Das habe ich live von denen gehört. In der Zwischenzeit ist er laut von dieser Palme hier gestochen worden. Die Kiste da ist vielleicht auch noch runtergefallen. Licht aus, stockdunkel. Eiskalt. So, dann geht er hin. So einen abenteuerlichen Toilettengang hat er noch nie gehabt, hat er dann erzählt. Tja, Freunde, bitte like das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich muss zugeben, das war jetzt schon ein wenig... Okay. Drückt den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich werde jetzt sterben vor lauter Lachen. Also wie gesagt, liken, Video teilen, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin das draus, jetzt ist es aus. Bis bald.